Willkommen zurück zu Mass Effect in dieser atemberaubend coolen Kulisse mit zwei coolen Kommentatoren und zwar dem Vantazilla und dem Sira. Strategische Vorgehensweisen hier. Das soll ich auch gerade sagen. Es ist ein etwas nerviges Gebiet, in dem man alles quasi zerstören muss. Jeden kleinsten Gegner. Jeden Läufer, jeden Geth-Titan. Alles. Wie nervig. Ich glaube, ich leg mich ein bisschen aufs Bett. Ist er direkt neben mir. Was waren die beiden Typen davon vorhin? Im Felsen? Aber man kann mich noch gut hören, oder? Ja. So, der wäre weg. Dann kam mal der Große da hinten. Einfach drum fahren und auf Abstand bleiben. Okay, immer wenn er steht, dann feuert er. Der muss ich ja aufladen, ne? Ja. Außerdem schießt hier noch irgendwas. Okay, jetzt hat er gerade gezögert ein bisschen mit seinem Schuss. Okay, er macht immer so eine komische Pose, bevor er schießt. Dann sollte man abhauen. Gut, der ist down. Irgendwas schießt hier noch. Oder irgendwer schießt hier noch. Woran erkennst du das? Ich merk's, wenn sie sagen, wir sagen, ja, wir sind getroffen worden dann zum Beispiel. Da ist unser Ziel. Ach, hier ist es schon. Die schießen die ganze Zeit.
raus hier. Es muss einen Weg geben, das Geschütz auszuschalten. Da drin kann mich der FT-Zahn wenigstens nicht treffen. Jetzt fängt der Spaß an. Ja, Rex, jetzt fängt der Spaß wirklich an. Speichern, ne? Oder hast du es schon? Kann ich gerade nicht, bei Gegner. Achso, hey. Okay, was auch immer der Geth-Verwüster gerade vorhatte, das hat nicht funktioniert. Ein Speicherpunkt. Kommt wie gerufen. Mal schauen, können wir denn wieder hochskillen auf dem Skillbaum? Obwohl viel ist ja noch nicht mehr zu skillen. Ach, da ist die Flaggsteuerung. Nein, können wir nicht. Einheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Wir warten auf Ihren Befehl, Commander Shepard. Gut. Das heißt, ich kann wahrscheinlich jetzt durch das Tor fahren und damit auch zur Basis vordringen. Wahrscheinlich. Tja, alles ist machbar. Es bedarf eben manchmal immer nur Strategie. Feindkontakt. Nicht jetzt, Shepard. Diesen Geth-Titan loswerden. Ich gerade von weitem mir beschießt. Geth-Koloss, whatever. Jemals den vom Boden aus, jetzt hat er mich verarscht, den vom Boden aus zu zerstören, ist wesentlich kniffliger. Da gab es ja mal eine Mission, die man das vom Boden aus zerstören musste. Ich glaube, da war sogar Wolf und Co. dabei, beim letzten Mal. Thank you.
Stufenanstieg. Ach nee, komm. Lass den Mann stehen. Lass ihn stehen. Auf dem Weg. Was haben wir schon in der Kiste drin? Kuckuck. Ich habe da ein Ausrufezeichen hier oben noch gesehen. Ich glaube, das haben wir schon aktiviert. Ich frage mich gerade, ob das zeitbasierend ist mit diesen Toren. Dann würde, glaube ich, aber auch ein Timer dann erlaufen. Ich glaube, das kommt später. Mit dem Countdown. Wenn dann... Ja, ich erinnere mich auch an einen. Dann speicher mal, vorsichtshalber nochmal auf dem Extra-Speicher oder so. Okay, nächstes Tor. Dieselbe Prozedur. Raufrennen, wahrscheinlich Tor, aufmachen und so weiter. Es gab ein Spiel dieser Sorte, das fand ich immer sehr, sehr langweilig. Das ist Command & Conquer Random Gate. Ich meine, ich kenne ja schon Command & Conquer. Haben die Schilde verloren. Vom Namen her. Jetzt bin ich bei. Mein Bro hat's gespielt. Ich habe teils das auch gespielt. Und Renegade mit Shooter-Elementen plötzlich, das fällt einfach aus der Reihe und ist einfach nur langweilig. Aber es gibt so Spiele, da sind manche Teile einfach nur, ja, unpassend in die Reihe und enttäuschend. Zum Gurzen. Ja. Kennt ihr da vielleicht Beispiele? In Bezug auf was speziell? Spiele, die laut ihrer Reihe nicht wirklich ins Bild passen. Was
wüsste ich jetzt nicht sofort. Keine Ahnung. Ich dachte immer darauf, dass ich keine blöden Spiele spiele. Ja, bei der Vanni, da ist Qualität. Da ist es wieder mit Qualität. Was zum... Hallo? Fahrzeug? Sichern den Punkt. Hä? Was sollte das denn gerade für ein Bug sein? Ich konnte gerade weder vorwärts schon noch quetschen und irgendwo steuern. Ich konnte quasi gerade gar nichts machen. Nicht mal aussteigen. Konsole ist zu heiß hier laufen. Jetzt geht's wieder. Ist sehr komisch. Das hackt auch teils ein bisschen rum auf meinem Fernseher. Ja, bei mir läuft es auch nicht mehr so flüssig. Die Normandie ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Jetzt sollte der Playsee nach dem Part, glaube ich, mal eine Pause gönnen. Wenn wir abspeichern können. Wir haben auch schon viele Parts produziert. Da ist das Captain. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Die Geth sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee, damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe.
Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Lassen wir ihn einfach in Ruhe. Er wird drüber hinwegkommen. Wie Sie meinen. Aber ich... Zwei Speicherstände. Denn da darf jetzt nichts schief gehen. Ich werde ihn im Auge behalten. Wenn da darf jetzt nichts schief gehen, denn ich weiß genau, was jetzt für ein Entscheidungsmoment kommt. Den dürfen wir nicht verkacken, wenn wir Rex behalten wollen. Denn wirklich niemand kann Rex ersetzen. Ach doch. Ja, zum Beispiel. Also für mich schon, aber für dich eben halt nicht. Du hast ihn eben halt lieb geworden. Ach, herrlich. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel, es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann würde ich gleich knuschen, pass auf. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Jetzt könntest du theoretisch genau das Blaue nehmen. Das Blaue, wenn du Rex behalten willst. Das Blaue ist positiv, keine Ahnung. Diese Kroganer sind Saren Sklaven, Werkzeuge, Marionetten, die er benutzt und dann wegwirft. Ist es das, was sie für ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Zum Dank dafür, dass wir die Rache nicht auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, ach, aber ich vertraue Ihnen. Du hast es geschafft, du hast Rex behalten. Super. Wenn wir Saren finden, gehört sein Weil Kopf wenn mir. Du... Das ist zum Beispiel ein Punkt, warum du Schmeicheln brauchtest. Und hättest du das nicht ausreichend gehabt, dann hätte Ashley Rex erschossen. Sie schreitet nämlich dann ein und dann gibt's einen Puff. Ja. Und ja. Mit diesem wunderschönen Ende, dass wir Rex behalten durften. Was ist für diesen Part von Mass Effect? Bis dann. Tschüss. So, jetzt bekommt der Play erstmal eine Pause.